Seit vielen Jahren wird in Kaufungen über einen neuen Supermarkt diskutiert. Die Gemeindevertretung, die im März bei der Kommunalwahl neu gewählt wurde, soll nun über einen möglichen Standort für das Einkaufszentrum und über die Sanierung des Bürgerhauses entscheiden. Eine Möglichkeit wäre, auf dem Riffergelände hinter dem Lossetalstadion einen Lebensmittelmarkt zu errichten. Der Vorteil des Geländes der ehemaligen Holzhandlung ist die direkte Anbindung an die S-Bahn mit der Station Oberkaufungen Mitte. Die CDU hat sich für den Neubau am Riffergelände ausgesprochen. Das Bürgerhaus sollte dann saniert werden. SPD, KWG, GLLK sowie die Grünen fordern jedoch, dass ein neuer Supermarkt in Zentrumsnähe entstehen soll. Dafür käme das Gelände hinter dem Rathaus in Frage. Der alte Bürgerhaussaal müsste dann abgerissen werden. Als Bürgersaal soll dann künftig ein neuer Saal an der integrierten Gesamtschule genutzt werden. Auf dem Gelände der Gesamtschule wird die alte IGS wegen Schadstoffbelastung abgerissen. Eine neue Aula und eine neue Mensa könnten dann Ersatz für den Bürgersaal werden. Die SPD möchte zu den Plänen für Supermarkt und Bürgerhaus die Bürgerkaufungen selbst befragen. Die endgültige Entscheidung über Neubau oder Abriss soll im Oktober gefällt werden. So sollen die Feierlichkeiten der 1000-Jahr-Feier von Kaufungen nicht mit dem Streitthema belastet werden.